ein kleines Update-Video zu dem Projekt eigene Wetterstation mit Home Assistant und Zigbee. Ich habe mir ein Anemometer geholt zum Testen, ob das Ganze auch dann später wirklich genau ist. Aber aktuell dreht sich das ziemlich langsam, trotz 10 km Wind. Und ebenfalls noch eine Edition dazu ist das der Regenmesser. Den habe ich aktuell von Thingiverse gedruckt. Das System funktioniert auch schon. Ich habe aus unserem aktuellen Smart Home System den Haustürsensor entfernt, weil wir da eine Kamera reingepackt haben. Und erkannt wird es auch. Da sind so kleine Dinge drin, Magnete, 2 Stück. Er erkennt das und dadurch, dass man weiß, wie viel hier drin ist und wie viel es braucht, damit es umkippt, kann man sich das Ganze ausrechnen. Und das werden wir dann später in Home Assistant noch konfigurieren und als Sensor bereitstellen. Kleiner Nachtrag zu dem Ganzen. Das ist mal ein bisschen beobachtet und zwischen 7 und 8 km/h fängt er erst an zu drehen. Und das ist eigentlich nicht so, wie ich es möchte. Das heißt, ich werde jetzt noch ein paar andere Testdrucke machen und schauen, ob ich das verbessern kann. Wie man sieht, zwischen 7 und 8 km/h.